Willkommen zu einem neuen Projekt. Dieses Mal spielen wir Red Faction, den ersten Teil. Ich habe jetzt hier einmal Dash Faction heißt das, installiert für Auflösung und sowas, dass es auch besser läuft und alles. Und dann habe ich nochmal einen Deutsch Patch installiert, der deutsche Stimmen und hier Videos ins Spiel bringt. Audio mache ich erstmal noch ein bisschen niedriger, das ist mir zu laut. So. Und ja. Dann geht's auch direkt los, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier beschnitten, uncut, cut ist. Ich weiß nicht mal, wie es früher war. Ich habe immer nur die englische Version gespielt. Noch nie die deutsche. Jetzt mit deutscher Sprachausgabe. Also ist das alles auch nochmal ein bisschen neu für mich. Also die Stimmen und alles, deutschen Texte. Da schauen wir mal rein. Das Training lassen wir aus, weil wer braucht das schon? Mars. Ich habe ihn immer für einen romantischen Ort gehalten. Einen Planeten voller Geheimnisse und Abenteuer. Ich kam vor 6 Monaten her und dachte, es wäre eine Flucht von der Erde. Ich wollte etwas Zeit zum Nachdenken, um herauszufinden, was ich aus meinem Leben machen wollte. Ein Jahr hier in den Altamin klang nach einem hervorragenden Weg, mir etwas Disziplin anzueignen. Mann, was war ich für ein Idiot. Das Leben in den Minen ist die Hölle. Seit ich hier bin, habe ich keine Minute für mich alleine gehabt. Man wird zu 8 Leuten in einen Raum gepfercht und muss sich das Bett in Schichten teilen. Die Zustände sind kaum als lebensfreundlich zu bezeichnen. Und die Wachen sind überall. Alter, schert es nicht, ob wir leben oder sterben. Dies ist eine echte Zerreißprobe. Und dann noch die Seuche, die die Minenarbeiter zu deiner Linken und Rechten umbringt. Wenn der Kerl neben dir vor deinen Augen stirbt und du weißt, dass auch du bald am Zuge sein könntest, dann drehst du durch. Keiner weiß, wodurch die Seuche verursacht wird oder wie man sie heilen kann. Oder zumindest wissen es die Minenarbeiter nicht. Jemand namens Ios hängt Flugblätter in den Baracken auf, in denen Alter für die Seuche verantwortlich gemacht wird. Die Flugblätter fordern die Minenarbeiter zur Revolte gegen Alter auf. Viele Minenarbeiter murren, aber gebracht hat das bislang nichts. So schlimm die Dinge in den Baracken auch stehen, unten in den Minen geht es regelrecht brutal zu. Du verbringst 10 Stunden in deinem Schweiß in einem Spezialanzug und zermalmst die Felsen. Die Wachen achten darauf, dass du die ganze Schicht überarbeitest. Sie genießen ihre Arbeit viel zu sehr. Wenn die Schicht vorbei ist, dann steigst du aus dem Bohrfahrzeug und alles, was du erreicht hast, ist, dass du dich ein wenig weiter eingegraben hast. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. So, ich habe gerade eben festgestellt, dass das Video ein bisschen laut ist. Das werde ich, wenn es im Schnitt immer noch so laut ist, hier leiser stellen im Schnitt. Ups. Lass mich in Ruhe, Idiot. Es war ein langer Tag. Das wird jetzt etwas länger dauern, Bergratte. Lass mich einfach gehen. Du bedrohst mich? Dann nimm das. Okay. Der stirbt trotzdem. Also ich weiß, da hinten ist nur noch so ein roter. Okay. Die Leute, die ich erschieße, die verschwinden. Aber die anderen nicht, oder was? Okay, dann ist es die geschnittene Version, so wie es aussieht. Ich kann halt irgendwann nochmal die andere Version spielen. Ah, das war das Geräusch, dass mein Ding jetzt fertig ist. Also ich kann halt irgendwann nochmal die Originalversion spielen, so wie ich sie auf Steam habe. Und das hier habe ich früher als Band schon mal gemacht. Ein sehr blöder Bug, sag ich mal. Ich habe jetzt oben 12
Hier von diesen Haftbomben. Ich schmeiß einen hin, habe ich 11. Jetzt habe ich 13. Das habe ich immer gemacht, bis ich die voll hatte. Aber ich denke, 17 sollten das noch reichen. Seltsam. Und wenn ich die erschieße? Hä? Das war das? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Warum ist der eine verschwunden, die anderen nicht? Egal. Denke ich. Oder auch nicht mit ihm hier. So wie es aussieht. Und eine neue Waffe mit ein paar Schuss. Die hebe ich mir aber noch auf. Gut. Das war eines der ersten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Das habe ich sogar schon im Kindergarten gespielt. Das einmal habe ich davon sogar geträumt, weil ein Kind das so ein Spiel spielt, ne? Das ist, kann nicht gut sein. Aber trotzdem, ich habe davon geträumt und dann habe ich meinem Vater gesagt, hier, pass mal auf, Alter. Darauf habe ich es nicht betont, aber nicht gesagt, aber ich habe gesagt, hier, ich habe letzte Nacht von Reflection geträumt. Dann sagt er, ah, dann darfst du das nicht mehr spielen, wenn du schon davon träumst, dann lassen wir das lieber mal. Das spielst du ab heute nicht mehr. Und ich dann so schnell, ah, ich hab doch nicht davon geträumt. Und dann durfte ich es doch wieder spielen. Hilfe, Hilfe! Nehmen wir uns den Bohrer mit. So. Da sieht man jetzt auch, dass das Spiel eigentlich nicht für dieses breite Bild gemacht ist. Allen Seiten, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Hier kann man nur damit reinfahren. Ich habe das auch schon versucht, hier irgendwie außen rum zu buddeln mal und hier habe ich das Kind mal alles versucht, aber geht nicht. Ach was.
So. Wenn man den hier... Oh. Fangen wir gleich mal von vorne an. 9 Minuten umsonst. Irgendwo noch ein Schaden. Quick Save. Das wird auch 17. Okay, da wird das Spiel zuletzt gespielt. Gehen wir diesmal diesen Weg hier lang. Nehmen wir noch hier ordentlich hiervon mit. Diesmal dupliziere ich die aber nicht. Doch, du verdienst es. Ja, auch nicht schlecht. Hier nehmen wir noch mehr mit. Ah, ja, passt schon. Ich bin gerade so schlecht. So, dann machen wir die. Ach, die sind noch gar nicht da. Jetzt. Na gut, krieg ich einfach mal eine vor, ohne den Kollegen. So. Ja, nur du und ich. Guter Hand. Ich glaube, schnell durch. So. Schön hochheilen. Warum sollte ich? Wo kommt ihr beiden jetzt her? Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, speichere ich hier.
Quicksave, welche Taste war das denn da? Erstmal so speichern. Mach ich Save, speichern, ja. Okay, das war. Ah, F6. Erster Versuch. So. Also wenn man den hier auffällt, dann ist er gleich nicht im nächsten Raum. Das habe ich immer so gemacht. Also nicht immer. Als Kind habe ich das nicht so gemacht. Aber irgendwann habe ich herausgefunden, wenn man den hier kaputt macht, dann ist er dann nicht mehr beim Fahrstuhl. Das würde da jetzt rauskommen. Hey! Verpiss dich, Alter. So, dann schaue ich mal Optionen, dass ich Steuerung benutzen konnte es auf E. Bewegung, ja, okay. Das ist einfacher für mich. Ja. Da muss ich nicht mal da Hand rüber zu Enter wechseln, weil ich ja mit WASD spiele. Oh, ist der schnell. Muss ich jetzt aber nochmal durchspeichern. Das ist gleich ein Flammenwerfer. Und eine Schrose. Nein. So. Wie lange hat er denn auf den eingeschlagen? Ja, ist nicht mehr. Schön alles mitnehmen. Gut. Nur du und ich, Minenarbeiter. Ja. Was sind Lappen? So. Bin ich auch schon wieder fast voll. Wenn ich jemanden in der Red Faction erreichen kann, dann frage ich, wie du dich mit ihm in Verbindung setzen kannst. Ich gebe dir Bescheid. Na kommt los. Doch, verdienst du. Das waren alle? Das schießt nicht mehr auf mich. Suche Hilfe, suche Hilfe. Ich glaube, die Wachen haben mich vergessen. Lass mich hier raus. Danke. Folge mir. Gut. Okay. Wo kommst du denn jetzt her? Au. Ich habe ja noch Money. Durchspeichern. Hier wollte er mal reingehen, das weiß ich. Zum Fahrstühlen und die sind kaputt. Du wirst einen anderen Weg nach oben finden.
Gut. So. Ach komm, heil mich, Alter. Ja, mach mal. Hey. Bin ich dir Feind? Arzt, ihr Arschlöcher. Nein. Nochmal, neuer Versuch. Ah, jetzt. Das habe ich jetzt voll. Dunkel. So dunkel. Kann nicht sehen. Ich kann dich hören. Klingst nach einem Minenarbeiter. Komm hoch zu den Docks. Schiff startet. Okay. Schnell dahin. Danke, Doc. Hey. Oh, oh, oh. Ach so, ich hab Bahn. Jo. Oh. Gib mir Deckung und dann, ja. Kühlhaus oder was ist das? Ja, Küche. Ja. Große Kochtöpfe. Speichern. Gut. Ja, hier ist kaputt, also hier lang. Vor dir liegt ein weiterer Weg zum Dock, wenn er nicht versperrt ist. Gut. Na, wie schmeckt dir deine eigene Medizin? Die flüchtenden Minenarbeiter sind auf diesen Weg gekommen. Die Aufzüge wurden im Kampf zerstört. Du wirst nach oben klettern müssen. Jo. Lauf lieber. Was wollen eigentlich alle von mir? Leben hier so wunderschön und wir müssen da unten in den Minen knechten. Ja. Tu mir nichts, bitte. Halt, ich bin auf deiner Seite. Okay, ihr könnt leben. Hat er mich eingesperrt? So. Jo. Achso, ist das Dauerschuss oder was ist das? Ja. Dafür ist auch dieses hier bestimmt gut.
Hey. Da ging es doch rein, oder bin ich jetzt doof? Ach, da oben. Und hier komme ich nicht lang, oder? Doch, komme ich. Der einfache Weg wäre aber der da gewesen. Wo geht's hier lang? Einfach nur so ein Heizraum oder was weiß ich, Maschinenraum. Dann kommen wir mal durch die Bodenklappe. Was ist hier? Fahrstuhl. Gut. Ach, doch, ich bin geheilt, ja. Jetzt wahrscheinlich tot. Weil ich glaube, bei so einem alten Spiel, Spoiler sind da eh egal, wir alle wissen, was kommt. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, langsam zu sein. Finde ich auch. Selber. Und nochmal durchspeichern. Na komm. Schneller mich jetzt hier. Damit kann man doch bestimmt auch fliehen. Natürlich. Du wirst nicht geschossen. Oh. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, wie es hier weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge. Dann danke fürs Zuschauen. Am besten Like, Abo, Kommentar da lassen. Dann bis zum nächsten Mal.